بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwester, wie schon verabredet und wie versprochen und wie beabsichtigt, fangen wir an heute, inshallah, und möge Allah uns Erfolg dabei geben, weil der Erfolg kommt alleine von Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Aqidah Tahawiyah, mit diesem segensreichen Buch, das vor über 1100 Jahren geschrieben wurde von Imam Tahawi. Und wir wollen dieses Buch durchgehen. Und das kann je nachdem 6 Monate bis ein ganzes Jahr dauern. Aber wenn man das durchgenommen hat, hat man wirklich eine ganze Menge Wissen inshallah mitgenommen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich erstmal mit euch darüber reden, oder ganz am Anfang des Themas möchte ich mit euch darüber reden, warum wir die Akida, also die islamische Glaubenslehre, beziehungsweise die islamische Theologie, warum wir uns damit beschäftigen sollten. Denn das ist immer unheimlich wichtig, dass man sich ein Ziel setzt und weiß, warum. In jedem Bereich des Lebens, zum Beispiel in der Schule, wenn das Kind nicht verstanden hat, warum es in die Schule geht, welchen Zweck die Schule erfüllt, meistens wird das Kind keine guten Noten schreiben. Im Sport, wenn jemand Sport macht und macht bestimmte Übungen, aber hat kein Ziel dabei, dann wird er normalerweise nicht die Leistung erbringen, wie jemand, der wirklich ein Ziel hat. Deswegen siehst du, die Leute, die ein großes Ziel haben, die weit hinaus wollen, die bringen immer ganz andere Leistungen als diejenigen, die kein wirkliches Ziel haben, sondern etwas einfach so nebenbei machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Deutschland gegen Argentinien. Bei der Fußball-WM. Deutschland hat gewonnen. Ein paar Wochen später verlieren sie zu Hause gegen Argentinien. Was war hier der Unterschied? Jetzt könnte jemand sagen, ja, da war dieser Di Maria oder wie er heißt. Aber das ist ja nicht der Unterschied. So. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, da ging es um was und jetzt ging es um nichts. Bayern München letztes Jahr, die sind vorzeitig deutscher Meister geworden und auf einmal verlieren sie zwei Spiele, ich glaube eins sogar gegen Augsburg. Bayern München verliert gegen Augsburg? Die Mannschaft, die Real Madrid oder was weiß ich für Mannschaften oder Barcelona wegputzt. So, es liegt also am Willen. Es liegt am Willen. Der Wille ist das A und O. Und glaubt es mir, gerade ich komme aus den Boxen, wie ihr wisst. Und ich kann euch sagen, der Wille spielt so eine große Rolle. Der Wille ist das A und O. Brüder, es gab so viele Talente bei uns. So viele Talente. Aber die Psyche, der Kopf, das ist das A und O. Wer wirklich nach vorne will. Und deswegen möchte ich euch erstmal motivieren, dass ihr wirklich wisst, warum ihr das studiert. Studieren wir das einfach, um zu sagen, ja, ich habe das studiert. Lernen wir das einfach, um zu sagen, ja, boah, wir haben auch was gemacht. Nein. Und das ist auch der Grund, warum es fast in allen Moscheen Arabischunterricht gibt. Aber wenn du die Kinder fragst nach Jahren, wie viel sie von Arabisch gelernt haben, dann ist das meistens sehr wenig. Warum? Weil man einfach von den Eltern zum Arabischunterricht geschickt wird, aber nicht richtig den Wert der arabischen Sprache verstanden hat. Deswegen sage ich immer zu den Moscheen, seit Jahren schon, sie sollen gleichzeitig Sira und Arabischunterricht beibringen. Denn wenn jemand erstmal die Liebe zur Religion gewinnt und danach weiß, warum die arabische Sprache wichtig ist, dass die arabische Sprache die Quelle ist, dann wird er ganz anders die Sprache lernen können. Beispielsweise an mir wieder ein persönliches Beispiel. Ich hatte in der Schule Latein gehabt und Französisch gehabt. Was kann ich heute noch von Latein und Französisch? So gut wie nichts. Warum? Weil ich diese Sprachen einfach gelernt habe, damit es aufs Zeugnis kommt, damit ich ein Abitur bekomme. Aber nicht, um danach noch etwas mit diesen Sprachen anzufangen. Dagegen Arabisch kann ich reden. Immer noch. Warum? Weil ich es immer wieder benutze und weil mir diese Sprache viel wichtiger ist. So, und deswegen, warum lernen wir die Akida? Und ich möchte erstmal selber darüber nachdenken. Warum wollen wir die islamische Glaubenslehre lernen? Und nicht nur lernen, sondern lernen und danach lehren. Denn
Was ist der Beweis dafür? Denn das ist das Problem. Bruder, ich bin nicht ein Prediger, der sich bewegt, aber keinen anderen bewegen will. Und subhanallah, gerade wie ich auf dem Weg war mit dem Bruder, da meinte er zu mir, ich habe ihn gefragt, weil er war früher mit anderen Gemeinschaften unterwegs gewesen, die haben ihn dann nachher mehr oder weniger rausgeschmissen. Und dann habe ich ihm gesagt, was hat dir bei uns jetzt so gefallen? Was ist das? Neben der Authentizität und so weiter. Und da meinte er, was mir so gefallen hat, ist diese Standhaftigkeit. Dass ihr weiter wollt, dass ihr nach vorne wollt, dass man diesen Willen sieht, diese Überzeugung. Ja, wir wollen etwas erreichen, wir wollen die Botschaft in jedes Haus bringen. Und er sagt, das ist das, was ich gesehen habe, wenn ich mir die Sahaba-Geschichten durchgelesen habe. Das ist das, was ich gesehen habe, wenn ich mir die Sira des Propheten angesehen habe. Aber er sagt, in der Gruppe, wo ich vorher in der Moschee war, habe ich das nicht gesehen. Da ging es einfach darum, die Leute von der Moschee zu sammeln, mit denen Unterricht zu machen, Nachhilfeprogramme zu machen etc. Aber es ging, man hat nicht richtig diese Begierde gespürt, die Religion in jedes Haus zu bringen. Und ich sage euch eins, ich bin hier nicht hingekommen, um einfach nur diese Botschaft rüberzubringen und danach nach Hause zu fahren. Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ja? Ich werde hierfür nicht bezahlt. Alhamdulillah, ich komme immer über die Runden, nur glaubt es mir, was man versucht, mir für Steine in den Weg zu legen, das ist krass. Aber ich bin hier, um eine Lawine auszulösen. Ich bin hier, um einen Funken in eure Herzen zu bringen, der zu einer Flamme wird und zu einem Brand wird. Ich bin hier hingekommen, um die Botschaft zu verbreiten. Ich möchte, dass der Islam rein bleibt und dass der Islam verbreitet wird, so wie er ist. Und ich hoffe, dass ich euch etwas mitgebe, womit ihr nachher, vor allen Dingen, wenn ihr diesen ganzen Kurs ein Jahr gemacht habt, bis zu eurem Lebensende vielleicht die Leute in eurer Stadt, in eurer Wohnung unterrichten könnt. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet a.s.w., der hat keine Moschee aufgemacht in einem Land, wo die Regierung ihm bestimmt hat und vorgeschrieben hat, was er dort zu sagen und zu tun hat und wie er sich dort zu verhalten hat. Sondern der hat in Mekka keine einzige Moschee aufgemacht, der hat die Dawa in den Wohnungen gemacht. Deswegen macht Dawa in den Wohnungen, so wie wir heute hier sind. Das ist etwas, eine verlorene Sunna. Und wenn ihr nur 5 Leute nehmt, wenn ihr nur 10, 20, vielleicht werden es mehr. Aber glaubt mir, das ist wichtig. Jeder Einzelne zählt. Gerade in der heutigen Zeit. Und der Prophet a.s.w. hat gesagt, مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمِ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ Das ist in Tirmidhi überliefert, das Beispiel von demjenigen, der etwas vom Wissen lernt, also vom islamischen Wissen, und nicht davon redet, also das weitergibt, ist wie das Beispiel von jemandem, der einen Schatz hat und keinen Zakat davon gibt. Okay? Davon nicht spendet. Das muss man immer. Dann der Prophet a.s. sagt, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste von euch ist, wer den Koran lernt, aber reicht das? Und lehrt. Lernen und lehren. Deswegen, ihr müsst den Willen haben, diese Sachen weiterzugeben. Die erste Sache ist, liebe Geschwister, wir lernen die Akida, um uns selber zu schützen. Denn der Prophet a.s. hat gesagt, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, alle davon sind im Feuer außer einer. Dann wird gefragt, wer ist diese Gruppe, O Gesandter Allahs? Wer ist diese gerettete Gruppe? Dann sagt er, die gerettete Gruppe, also dann sagt er, معنا عليه اليوم وصحابي. Die auf dem Fundament sich bewegen, die den Glauben haben, wie ich und meine Gefährten. Wie ich und meine Gefährten. Das ist also diese eine Gruppe. Was heißt das für uns? Das heißt, wenn wir den richtigen Glauben haben wollen, dann müssen wir zur Quelle zurück. Wenn wir einer Sekte angehören, einer Gruppe angehören, die sich auf irgendeinen Gründer beruft, der später gekommen ist, dann müssen wir erstmal aufpassen. Sondern wir müssen immer schauen,
dass wir um zurückgehen zur Quelle. Qala Allah, qala Rasulullah. Allah hat gesagt und der Gesandte alayhi salatu wassalam hat gesagt. Also erstmal, um sich selber zu schützen. Um sich selber zu schützen. Dann selber, um seine eigene Seele zu reinigen. Mit der richtigen Akida. Drittens, um inneren Frieden zu haben. Weil, Achi, der nicht die richtige Akida hat, Achi, der ist durcheinander. Glaub es mir. Und das ist wichtiger, wie der Sheikh Arabi aus Saudi-Arabien gesagt hat, wichtiger für dich als Essen und Trinken und Sauerstoff. Dass du den richtigen Glauben an Allah hast, den richtigen Glauben an die Gesandten hast, den richtigen Glauben an die Bücher hast, das ist so viel wert. Die vierte Sache, um die Religion zu schützen, liebe Geschwister. Wir müssen die Religion schützen, insbesondere in der heutigen Zeit. Insbesondere in der heutigen Zeit, wo versucht wird, und ich betone das, mit Mitteln, mit Millionen, die ausgegeben werden, die Religion zu verändern, so wie vorher das Christentum und das Judentum verändert wurde. Ich gebe euch ein Beispiel. Heutzutage, die meisten Kirchen haben mit dem ursprünglichen Christentum, sowieso mit der Botschaft von Jesus, schon lange nichts mehr zu tun. Aber ich rede jetzt selbst mit der verdrehten Botschaft nichts mehr zu tun. Warum? Weil sie den Glauben aufgegeben haben, dass sie der einzig wahre Weg sind. Das ist das, was man uns nehmen will. Brüder, wenn ihr euch anschaut, warum wir kritisiert werden. Die Muslime fangen immer an, ja, die Art, die Art, die Art. Da kam mir jemand zu mir. Der wollte mit mir diskutieren von einer größeren Moscheegemeinschaft. Sagte zu mir, ja, die Art. Da habe ich ihm gesagt, was ist denn an der Art falsch? Erzähl mal. Ja, so, dass ihr direkt von der Hölle redet, so als Beispiel. Sag ich, okay. Der Prophet, a.s.w., hat bei seiner Dawa sofort von der Hölle geredet. Das ist sogar ein Befehl von Allah. Achi, der zweite Befehl im Koran ist warne. Wovor soll es denn warnen? Vom Paradies? Das ist der zweite Befehl. Ja, ey, wal mudathir, komm, veranwir. Oh, du Eingehüllter, stehe auf und warne. Das könnte jemand sagen, ja, der dritte Befehl, weil der erste ist aufstehen. Ja, aber aufstehen, um zu warnen. Aber guck mal hier, warum sagt Allah hier, stehe auf und warne? Warum sagt er nicht nur einfach warne? Stehe auf. Ach, du musst dich bewegen. Du kannst nicht einfach sitzen bleiben und warnen. Ey, das ist eine wichtige Sache. Warum sagt Allah hier, steh auf und warne? Warum sagt er nicht einfach warne? Warum sagt er nicht, ey, ul-Mudathir, anwir. Ey, ul-Mudathir, komm, veranwir. Du musst dich erstmal bewegen und warnen. Das ist der zweite Befehl. Das heißt, die Warnung ist dabei. Und Achi, guck mal, wir können den Koran aufschlagen, glaub es mir, guck mal. Und ermahne mit dem Koran, wer die Androhung befürchtet. Guck mal, jetzt guck. Also der Koran soll vorgelesen werden. Der Koran, die Bedeutung des Korans soll den Menschen überbracht werden. Guck mal, wir gucken uns einfach mal an. Guck mal, ich schlag einfach mal jetzt eine Seite auf. So. Ja, bitteschön. Das ist jetzt hier, ich habe den obersten Vers auf Seite 164 von Surat al-Hud. Und ein Fluch verfolgt sie hienieden und wird sie am Tage der Auferstehung verfolgen. Bitte schön. Guck mal. Das heißt, der ganze Koran ist voll damit und man versucht etwas wegzunehmen davon. Dann sagt er, ja, aber hier, wir leben in einer anderen Situation als der in Mekka. Aha. Warum? Erzähl mal. Erzähl mal, warum leben wir in einer anderen Situation? Ja, heutzutage die Leute hier in Deutschland, die sind anders, die mögen das nicht. Die sind anders, die mögen das nicht. Erstmal, die Leute in Deutschland sind zumindest ursprünglich Christen, haben schon mal was von der Hölle gehört. Die Leute in Mekka hatten da gar nichts mit zu tun. Das heißt, wenn man hier Rücksicht nehmen soll auf die Leute, weil die das nicht verkraften können, dann hätte man in Mekka erst recht Rücksicht auf sie nehmen sollen. Weil die gar nichts mit Hölle zu tun hatten. Deswegen siehst du auch, dass an vielen Stellen die Mekkaner
Was verleugnen im Koran? Richtig. Men yuhil idama wa hiya ramin. Wer belebt die Knochen, wenn sie morsch geworden sind? Kul yuhiya alladhi ansha'a awwala marra. Sprich, der wird sie wiederbeleben, der sie beim ersten Mal erschaffen hat. Ja. Das heißt, das ist sehr oft ein Punkt, wo es diese Diskussion gibt. Zwischen, aber das hat eigentlich der Deutsche ursprünglich nicht, weil dem ist das schon bekannt, dass es eine Hölle gibt, weil das gibt es auch im Christentum. Ja? Und soweit ich weiß, schreiben sich 60% dem Christentum zu. Ja? Wenn diese Statistik richtig ist, und natürlich in ganz Deutschland und im Osten ist es sehr, sehr wenig. Ja? Aber nur mal das. Das heißt, und jetzt kommt er mit Bekämpfung. Dann frage ich dich, Achi, wer wird mehr bekämpft? Wer wurde mehr bekämpft? Der Prophet a.s. in Mekka oder wir? Der Prophet a.s. Da wurden Leute auf der Straße gefoltert. Das heißt, wenn du diese zwei Punkte wegen der Zeit nimmst, dann müssen wir erst recht von der Hölle reden. So. Und dann sage ich zu ihm, und übrigens, die Kuffar, die kritisieren nie unsere Art. Ganz im Gegenteil. Was haben sie nochmal letzte Woche geschrieben? Im Spiegel, Pierre Vogel hätte auch Stand-up-Comedian werden können. Ja, der schreit so viel. Das interessiert die gar nicht. Übrigens, die Vorträge, wo ich schreie, achtet mal drauf. Wisst ihr, was das meistens für Vorträge sind? Das sind meistens Vorträge, wo ich die Muslime tadle, die Dauer lassen. Zum Beispiel Sebastian Schweinsteiger und die Blockhütten-Dauer. Als Beispiel. Ja, oder der Mut des Propheten, a.s. Das sind Vorträge spezifisch für Muslime. Nur mal so nebenbei. Und übrigens, ich will nicht allzu weiter reingehen in diese Sache, aber das nur mal nebenbei. Das heißt, hier wird versucht, die Botschaft, das heißt, was die uns kritisieren, ist die Botschaft, dass wir sagen, der Islam ist der einzig wahre Weg. Das wollen sie nicht hören. Das wollen sie nicht hören. Und wisst ihr, warum sie das teilweise auch nicht hören wollen? Das stimmt. Sie wollen das teilweise nicht hören, weil das etwas mit der Geschichte Europas zu tun hat. Zum Beispiel 30-jähriger Krieg. Fenstersturz in Prag. Woraufhin ein Krieg zwischen Katholiken und Protestanten ausgebrochen ist, wer den wahren Weg folgt. Nur wir müssen klar machen, dass man auch unterschiedliche Meinungen vertreten kann, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. So, das nun nebenbei. So, und das beste Beispiel dafür, wie wir die Religion schützen müssen, ist das, was wir momentan hier in Deutschland sehen, in deutschen Universitäten und in Schulen. Ach, da kommt ein Mohammad Khurshide. Ich will euch jetzt motivieren, die Akida richtig zu lernen. Ein Mohammad Khurshide und erzählt, es gibt keine Hölle. Gibt es nicht. Das ist ein metaphorischer Begriff. Da kommen Leute und erzählen, Allah richtet die Menschen nicht, ja, wie Lamia Kador in ihrem Buch, ob sie glauben oder nicht glauben oder wie sie glauben, sondern nur nach ihren Taten und Worten. Achi, wie viele... Nee, lass, Bruder. Achso, wie viele Verse gibt es im Koran, wo erwähnt wird, dass diejenigen bestraft werden, weil sie den Glauben verweigern? Wie viele Verse? Achi, der ganze Koran ist voll. Also garantiert schlage ich jetzt hier auf, da findest du auch wieder irgendetwas, wo das drin steht. Ja, hier, guck. Ich habe jetzt einfach den Koran aufgeschlagen hier. Ach, was ich damit sagen will, ist, ich brauche gar nicht lange zu suchen. So, ich habe jetzt hier Suche 20, Vers 74. Denen aber, die als Gläubige zu ihm kommen und gute Taten vollbracht haben, also Glaube und gute Taten, ja, nicht nur gute Taten, Glaube und gute Taten, ja? Was ist mit denen? Sollen die höchsten Rangstufen zuteil werden. Ja, so. Hier, und davor wird erwähnt, ja, dass der Pharao bestraft wird, weil er den Glauben sozusagen verleugnet hat.
okay, was ist los? Und sowas wird den Kindern in den Schulen beigebracht. Und dann sind einige Muslime zu feige, den Mund dagegen aufzumachen. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir unsere Akida richtig lernen. Mit Beweisen aus Koran und Sunna und mit Büchern, die allgemein in der islamischen Welt akzeptiert sind. Und deswegen habe ich das Buch von Imam Tahawi ausgewählt. Warum? Imam Tahawi gehört zu einem der ganz großen hanafitischen Gelehrten, der vom Jahr 239 bis 321 gelebt hat. Das heißt, dieses Buch, was wir lernen, ist über 1100 Jahre alt. Circa 1100 Jahre alt, das Buch. Das heißt, das geht sehr weit zurück zur Quelle. Jetzt weit, und was haben wir eben gesagt? Umso näher man zur Quelle geht, umso reiner ist die Botschaft. Weil immer wieder neue Abspaltungen gekommen sind. Zum Beispiel in der Zeit von Imam Tahawi, er redet in seinem Buch sehr viel über Qadr. Und weil es Abweichungen gab in Qadr, es gab die Jabriya und die Qadariya, zwei bestimmte Sekten in diesem Bereich. So, und deswegen redet Imam Tahawi sehr viel über Qadr. Aber ich glaube, der Imam Tahawi hätte sich niemals träumen lassen, dass irgendwann mal ein paar Leute auftreten in Deutschland, die die Muslimen erzählen, man wird nicht danach beurteilt, ob man glaubt oder nicht glaubt, weil ja der ganze Koran voll ist. Aber das Wissen ist so wenig geworden. Und die Angst ist so groß geworden, leider bei einigen Verantwortlichen, dass sie den Mund nicht aufmachen. Liebe Geschwister, ein Rauf Ceylan, der in Osterbrück Islamkunde oder wie er das nennt, unterrichtet, der sagt in einem Fernsehinterview, der beste Weg, um der Radikalisierung beizukommen, ist, den Islam in den Schulen beizubringen, weil wir da 900.000 Kinder erreichen. Ich weiß nicht, ob das mit den 900.000 da erwähnt oder an einer anderen Stelle, ja, ob das da erwähnt wurde. Aber auf jeden Fall, jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Du hast jetzt eine Moscheegemeinde, ja, und du bietest dort einen Unterricht an. Da kommen zum Unterricht 10 Mann, 20 Mann, sagen wir 100 Mann. Sagen wir, du hast eine Moschee in Hamburg, wo 100 Jugendliche kommen und von dir hören. So, jetzt stelle ich dir die Frage, wie viele kommen, kriegen das mit, aber wie viele gehen in die Schule, werden vom Lehrer unter Druck gesetzt, kriegen eine falsche Akida beigebracht. Das heißt, du kannst dich nicht beschränken auf deinen Radius. Du musst deinen Radius vergrößern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Internet nutzen, auf die Straße gehen, die Menschen ansprechen. Wir können nicht uns auf einen Unterricht in einer Moschee beschränken. Wenn ich jetzt hier jemanden frage, zum Beispiel, der aus Karlsruhe kommt, ich sage, okay, ihr habt eine Moschee hier und da, wie viele gehen dahin von der Jugend? Wie viele sind da morgens beim Fächergebet? Ach, ich weiß ganz genau, in jeder einzelne von euch, egal in welcher Stadt er ist, er wird sagen, dass diejenigen, die in die Spielhalle gehen, mehr sind als die, die in die Moschee gehen. Oder diejenigen, die nicht beten, mehr sind als diejenigen, die fünfmal am Tag beten. Aber warum ist das so? Weil wir die Jugend erreichen müssen, liebe Geschwister. Ich gehe letztens bei uns in den Supermarkt und da treffe ich einen alten Freund von mir. Aus einem islamischen Land. Ist ja egal jetzt aus welchem, weil das könnte genauso gut ein Marokkaner sein, wie ein Türke oder was auch immer. Ja? Und dann treffe ich ihn. Ach, der ist vom Glauben abgefallen, der glaubt nicht mehr. Und dann kauft er sich noch eine Flasche Frühkölsch, Bier. Aber ich habe gedacht, wisst ihr, was ich gedacht habe? Wer ist das schuld? Ich habe gesagt, wir müssen diese Leute an der Hand packen. Gerade in diesem Alter, wo sie sich entwickeln und die Augen aufmachen, nach rechts und nach links gehen. Und deswegen wollen wir das hier lernen, dass ihr das lernt und lehrt, um die richtige Akida zu verteidigen, um den richtigen Weg zu verteidigen. Glaubt es mir, das ist meiner Meinung nach
Und da kann mich gerne jemand anderer Meinung sein. Der wichtigste Dschihad in der heutigen Zeit an diesem Ort. Weil vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Kriege. Aber die Leute, die dort sterben, sterben inshallah als Muslime. Aber hier wird versucht, die Akida anzugreifen. Und das Mittel, diesen Dschihad zu gewinnen, ist Wissen zu verbreiten und die Menschen anzusprechen. Deswegen, und das sage ich, sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Sheikh Uthaymin, einer der größten Gelehrten des letzten Jahrhunderts, der sagt, die Dawa ist eine Art von Dschihad. Und das steht auch im Koran. Und mache mit ihnen Dschihad bihi, also mit dem Koran, einen großen Dschihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Das heißt, mit dem Koran, da war noch kein Kampf vorgeschrieben gewesen. Das ist eine Art von Dschihad. Und deswegen bitte ich euch an diese Art von Dschihad, wo kein Blut fließt, sondern wo es darum geht, Wissen zu vermitteln, daran teilzunehmen. Es ist leider traurig, Brüder. Wenn wir aufrufen, Wissen zu erwerben, da kommen einige. Wenn wir sagen, wenn morgen geht die Post ab, Schlägerei gegen die Hooligans, da kommen Tausende. Glaub es mir. Glaub es mir, Bruder, ich bin 100% davon überzeugt. Ich habe zu einem Bruder irgendwie so aus Flachs gesagt, ja, Hooligan-Demo, sodass er versteht, da geht die Post ab, war direkt bereit, Achi. Verstehst du? So, da habe ich gesagt, Quatsch, Achi, meinst du, wir gehen da hin oder was? Lass die mal da alleine sein. Aber Achi, das ist so, Bruder. Glaub es mir. Glaubt ihr das nicht auch? Was meint ihr, wie viel du da motivieren kannst und mobilisieren kannst? Wenn es heißt lernen, ach, bringt sowieso nichts. Ja, aber Schlägerei bringt was, oder wie? Ich sehe es so. Die nächste Sache, um das nochmal zu verdeutlichen, wegen der Akida Tahawiyah. Ein Lehrer von Imam Tahawi war gewesen Imam al-Muzani, der gelebt hat von 175 bis 264. Und Imam al-Muzani, das war ein direkter Schüler von Imam Shafi'i. Und Imam Shafi'i, den kennt ja jeder. Und ihr wisst selber, bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah ist es sehr oft so, oder sollte es zumindest so sein, dass diese vier Imame einen großen Wert im Herzen von uns haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel hörst, Imam Shafi'i hat etwas gesagt, Imam Malik hat etwas gesagt, Imam Abu Hanif hat etwas gesagt, Imam Ahmed ibn Hanbal hat etwas gesagt. Das hat bei uns einen großen Wert, ein großes Gewicht. So, Imam Tahawi ist ein Schüler von einem Schüler von Imam Shafi'i. Und Imam Shafi'i hat über den Muzani gesagt, der hat ihn sogar gelobt. Also das ist nicht irgendein Schüler, er hat über ihn gesagt, wenn der mit dem Scheitan, mit dem Satan diskutieren würde, ist das meins? Ja. Mach das mal leise bitte, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hätte das leise geschaltet. Andere Seite. Naja. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte das eben leise geschaltet. So. Dann... Der würde, wenn er sogar mit in der Diskussion gewinnen, wenn er mit dem Scheitan Diskussion führen würde. Ja? So, dann. Später wechselte er den Madhab. Ja? Und das ist, weil al-Muzani, was haben wir gesagt, wie lange Imam Tahawi gelebt hat? Der hat von 239 bis 321 gelebt. Ja? Und dann war er ungefähr da war er also Mitte 20, als al-Muzani gestorben ist. Und dann kam ein anderer Imam vom Hanafi-Madhab, Ahmed Abu Imran hieß der, und da war er von seinen Meinungen überzeugt, hat seinen Madhab, hat er dann gewechselt. Allerdings, Imam Abu Tahawi hat oft Fatwas gegeben, und da waren die Leute überrascht, weil da haben die gesagt, hey, das widerspricht doch deinem Madhab. Das widerspricht ja deinem Madhab, was du da für eine Fatwa gerade gibst. Da hat er gesagt, La yukallidu illa asabi aw rabbi. Der Einzige, der einfach nur fanatisch einer Meinung folgt, ist derjenige, der fanatisch ist oder dumm ist, keine Ahnung hat. Deswegen, wenn er gesehen hat, zum Beispiel einen Beweis,
Und er hat eingeschätzt, dass der Beweis eines anderen Imams stärker ist, seine Argumentationsweise, und hat das auch dann gewechselt. Aber im Allgemeinen oder im Großen und Ganzen war er natürlich ein großer Hanafi-Imam gewesen. Und er hat auch starke Werke geschrieben, wie Mushkil, Sharh Mushkilul Athar. Das ist ein Buch, mehrere Bänder, ich glaube 12 Bänder, wenn ich mich richtig erinnere, wo er Hadithe zusammenbringt, die auf den ersten Blick so wirken, als wenn sie sich widersprechen würden. Und das ist eine große Wissenschaft, weil hierfür brauchst du viel Wissen von Hadith und du brauchst großes Wissen über Usulul Fiqh. Das ist eine wichtige Sache. Ja? Und übrigens, wenn ich das jetzt sage über Imam Tahawi, das heißt nicht, dass nicht jemand ein Madhab folgen kann. Ja? Weil es ist ganz klar, dass natürlich für jemanden, ein Laien, das viel einfacher ist, erstmal einen Madhab zu lernen, als überall bei jeder Mes'ala da und da zu gucken. Was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gesagt? Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, ja, von einer Mes'ala, nur damit ihr das mal seht, wie, wenn man die Argumentationsweise der Madhab kennt, wie das manchmal schwierig ist, das so zu sehen. Ja. Zum Beispiel, Hadith in Sahih al-Bukhari sagt, dass der Prophet a.s.w. die Sahaba während dem Gebet, und das wird von Anas ibn Malik überliefert, wenn ich mich recht erinnere, Fuß an Fuß, Schulter an Schulter stand. Und da steht in der Überlieferung Ilsaq oder Ilsaq. Das heißt kleben. Kleben aneinander. Dann sagst du jetzt jemanden, der das nicht macht, sagst du, ja, hier, guck mal. Warum machst du das nicht? Warum stehst du nicht Fuß an Fuß, Schulter an Schulter? Das steht doch hier in dem Hadith. Dann sagt er zu dir, wir haben einen anderen Hadith von An-Nu'man ibn Bashir, wo steht, dass auch die Knie aneinander geklebt haben. Und du kannst nicht gleichzeitig Fuß an Fuß, Schulterbreit, Knie an Knie stehen. Die Knie werden sich nicht berühren. So, also ist die Bedeutung von diesem Hadith Übertreibung, das heißt, man soll nah aneinander stehen, heißt aber nicht, dass man aneinander kleben muss. Ich bin der Meinung, man muss aneinander kleben, aber die Knie müssen nicht aneinander kleben. So. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, man soll nicht sofort, wenn man irgendetwas sieht, sagen, hey, das ist aber falsch, was der und der macht. Ja, sondern solange der einen Mujtahid Imam hinter sich hat, ja, ist das kein Grund, dass das untereinander zu Hass führt. Das haben wir öfter mal erlebt in Moscheen. Bruder, wir haben in Moscheen erlebt, ach, da haben sich bald Leute gekloppt, wegen einer Mes'ele, ob sie 11 Rakats im Tarawih beten oder ob sie 21 Rakats im Tarawih beten oder 23. Das ist kein Grund, sich wegen solchen Sachen zu streiten. Man kann darüber diskutieren, völlig, völlig legitim darüber zu diskutieren, um die Mes'el, die Fragestellungen genau nachzugehen. Auf jeden Fall. So, dann der nächste Punkt, warum dieses Buch so wichtig ist, ist, es gilt als die Akida von Abu Hanifa, der von 80 bis 150 gelebt hat. Von 80 bis 150 nach Hijra. Wann ist der letzte Sahabi gestorben? Und wer war das? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ist 93 nach Hijra gestorben. Da war Abu Hanifa 13 Jahre alt. Das heißt, Abu Hanifa ist jemand, der sehr weit in diese Zeit hineingeht. Ja? Der hat noch in der Zeit der Sahaba gelebt und es gibt Meinungsverschiedenheiten, ob er ein Tabi'i ist, also der einen Sahabi getroffen hat, oder von Tabi'in ist. Ja? Aber auf jeden Fall hat er in der Zeit gelebt, wo noch die letzten Sahaba gelebt haben, weil wie gesagt, Anas ibn Malik ist wann gestorben? 93 nach Hijra. So. Und von Abu Yusuf, seinem Schüler, der hat 113 bis 182 gelebt. Und von dem Schüler Imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Das sind die zwei großen Imame des Hanafi-Madhabs nach Imam Abu Hanifa. Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari und Muhammad ibn Hassan al-Shaybani sind die zwei großen Imame daneben. Und das sagt der Imam auch sofort am Anfang der Akida. Er sagt, Imam Tahawi sagt, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. Ja? Er sagt, dies ist eine Erwähnung der Verdeutlichung der Akida von Ahl-Sunnah wal-Jama'a nach dem Madhab der Fuqaha, der Fiqh-Gelehrten dieser Religion, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Okay? So, warum ist das so wichtig? Weil wir eben schon gesagt haben, dass diese Namen in unserer Religion ein großes Gewicht haben. Wenn du gehörst, Abu Hanifa hat etwas gesagt in der Akida, oder Imam Shafi hat etwas in der Akida gesagt, Imam Malik hat etwas in der Akida gesagt, Imam Ahmed ibn Hanbal, das sind die großen Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Wenn nicht sogar die Größten oder mit zu den Größten, auf jeden Fall. Das ist also eine große, große Angelegenheit für uns. Ja? So. Das sind die Stärken. Also was sind jetzt die Hauptstärken dieses Buches? Dass dieses Buch weit zurück zur Quelle geht. Wir haben gesagt, und der Prophet, was hat der Prophet a.s. gesagt? خَيْرُنَا سِكَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die beste Gemeinschaft ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die, die erfolgt. Umso weiter wir von der Quelle weggehen, von Koran und Sunna, von der Zeit des Propheten Sahaba weggehen, umso mehr kamen die Bid'ah in die Religion hinein. Kein Sahabi war ein Mubtadi, war ein Erneuerer in der Religion gewesen. Das kam erst mit dem Tabi'in. Die erste Bid'ah, die kam, war die Bid'ah der Khawarij. Und zur Zeit von Umar kamen schon einige Leute auf, die Bid'ah von Qadariyah hatten, die den Qadar geleugnet hatten, in bestimmten Bereichen. Ja. Jetzt, was sind die Schwächen dieses Buches? So, weil jedes Buch hat seine Schwächen. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was wir auch verstehen müssen. Außer natürlich das Buch Allahs, der Koran. Ja? Und, aber wir müssen verstehen, ein Buch, was ein Mensch geschrieben hat, ist klar, dass es bestimmte Schwächpunkte, bestimmte Schwachpunkte gibt. Ja? So. Wo der Mensch der Autor ist. So. Und das ist etwas Normales. Und das ist auch wieder ein Zeichen, Brüder von Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Bruder, wir haben den Weg der Mitte. Allah sagt in Surah 2, Vers 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wir haben euch zu einer mittleren Umma gemacht. Ja? Und wir sind Mitte, in der Mitte zwischen den Leuten, die Gelehrten alle sehen wie, ach, wir haben selber Koran und Sunna und das ist Imam Ahmed ibn Hanbal ist ein Mann und ich bin auch ein Mann. Alles klar. Oder sogar die Gelehrten als Kuffar betrachten, wie die Khawarij beispielsweise, die Gelehrten von Al-Sunna, was sind sie wie sie? Kuffar. Und zwischen denjenigen, die Gelehrten zu Propheten machen. Die werden natürlich nicht sagen, dass sie Propheten für sie sind, aber wenn du die Aussage von einem Gelehrten nimmst, als wenn das, da kann gar nicht falsch sein. Das ist nicht Kritik, das darf man nicht kritisieren. Man kann von jedem das Wort kritisieren, außer von Allah und vom Gesandten. Wenn der Gesandte eine Offenbarung von Allah hat, da kannst du das nicht kritisieren. Wie Allah in Surah 53 sagt. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Und das ist der Mittelweg. Aber Bruder, du hast heute, hast du es mit Leuten zu tun, Achi, die kommen dir mit einer Aussage von ihrem Scheich, die völlig absurd ist. Und er ist damit am Argumentieren, als wenn das ein Vers vom Koran gewesen wäre. Ja? Einmal hatte ich eine Diskussion gehabt mit Leuten, bei denen ich angeblich nicht zur Debatte gekommen bin. Die haben mich dreimal versetzt. Und dann haben sie sich am Ende in der Turnhalle getroffen, weil sie wollten angeblich 15 unabhängige Schiedsrichter dabei haben, war aber kein Schiedsrichter dabei gewesen, wo ich ihnen schon vorher gesagt habe, ich kann gar nicht kommen an dem Tag. Ja, komm am Donnerstag nach Wolfsburg. Ja, ach, am Donnerstag kann ich nicht, ich muss nach Mekka, so Hatsch, du Freak.
Ja, so. Und dann nehmen sie den Stuhl auf. Hier ist der Stuhl von Pierre Vogel. Er ist nicht gekommen. Vorher haben die mich dreimal versetzt. Ja. So, alles nur Show. Und dann sind sie da am Erzählen. Aber auf jeden Fall, pass auf. Der erwähnt in einem Video erwähnt er eine Aussage. Der Scheich, ich will den Namen jetzt nicht nennen, habe ich heute keinen Bock drauf, sagt, die äußeren Bedeutungen des Koran, hütet euch vor den wortwörtlichen Bedeutungen des Korans, denn sie sind die Grundlage des Kuffers. Dann sagt, also erwähnt, der Scheich so und so hat gesagt, hütet euch vor den äußeren Bedeutungen des Korans, denn sie sind die Grundlagen des Kuffers. Subhanallah, wie kann man da noch sagen, man dürfe nicht metaphorisch interpretieren. Ach, guck mal. Er benutzt diese Aussage seines Scheiches, als wenn das ein Koranvers wäre. Subhanallah. Wie kann man da noch sagen, man dürfe nicht metaphorisch interpretieren? Dabei ist diese Aussage eine Katastrophe. Ach, die wortwörtliche Bedeutung des Korans ist die Grundlage des Kuffers. Und deswegen sagen sie zu dir, ja, du sollst den Koran nicht alleine lesen. Du darfst ihn nur lesen mit einem Scheich, weil ansonsten wirst du zum Käfer werden. Da musst du dir mal reinziehen. Ach, naja, auf jeden Fall. Schwächen des Buches sind, es gibt einige Abweichungen bzw. Definitionen von Iman, was der Iman ist. Qawlun wa amal yazidu wa yankus. Die der Mehrheit von Ahlus Sunnah wal Jama'ah widersprechen. Beziehungsweise, wo man etwas detaillierter auf diese Sache reingehen muss. Das ist ein Schwachpunkt. Zweiter Schwachpunkt ist, dass vom Tartib her, Tartib heißt Reihenfolge her, es etwas schwierig aufgebaut ist. Es wäre einfacher aufgebaut, man behandelt zuerst den Glauben an Allah, dann den Glauben an die Engel, dann an die Gesandten und so weiter und so fort. Das heißt, diese Usulu Sitta, die sechs Grundlagen, ja, die sechs Säulen des Imans, die sechs Glaubensartikel. Ja. Aber bei ihm ist es so, bei dem Imam Tahawi, dass er an vielen Stellen zum Beispiel den Qadar einbaut. Am Anfang des Buches, in der Mitte des Buches und weiter. Und dass das dadurch etwas durcheinander wirkt. Aber der Sheikh Barak, von ihm habe ich in Erinnerung, das ist auch ein großer Gelehrter in Saudi-Arabien und den habe ich schon mal persönlich getroffen. Und ich sage euch, liebe Geschwister, dieser Sheikh, der hat mir wirklich sehr gefallen. Ihr müsst euch vorstellen, der ist sehr, sehr alt. Der hat 40 Jahre bei Sheikh bin Baz studiert. Der ist blind. Seit seinem, ich glaube, seinem 12. Lebensjahr ist der blind. Er konnte vorher schon den Koran auswendig. Und war nur mit Wissenssuche beschäftigt, sein ganzes Leben. Und der ist blind, der ist alt, der ist dünn. Ja, und man hat mir erzählt, einmal hat er geweint, weil er das Asr-Gebet in Gemeinschaft verpasst hat. Das heißt, er war unterwegs in Riyad im Stau und da kam das Asr-Gebet und sie kam aus dem Stau nicht raus, um das Gebet in der Moschee zu beten und da hat er geweint. Und ich habe mit ihm geredet, ich saß bei ihm zu Hause oder bei ihm in der Moschee da, das ist ja praktisch sein Zuhause sozusagen, weil er unterrichtet da jeden Tag und glaub mir, es ist nicht einfach so zu unterrichten und er lag so in seinem Sessel und war einem Bruder am Zuhören, dem seine Geschichte erzählt hat und da war er immer noch am sagen, Allahu Musta'an. Allah Musta'an. Und dann kam ich von dieser Seite, da habe ich eine Frage über die Akida gestellt. Allah Musta'an, das heißt sozusagen, wir rufen Allah allein um Hilfe sozusagen. Ja? Möge Allah uns helfen, so nach dem Motto. So. Auf jeden Fall, der Bruder redet von ihr und er nur Allah Musta'an. Allah Musta'an. Jetzt stelle ich ihn eine Frage, er sitzt immer noch so zurück im Sessel. Ich stelle dem Sheikh Barak eine Frage, Hafizullah über Akida. Über die islamische Glaubenslehre und über Behauptung von einer Sekte. Ach, in dem Moment geht das so hier. Ja, Sheikh, ich habe da eine Frage, die Gruppe so und so sagt das und das. Dreck so. Ach, der kam wie. Ach, du musst dir vorstellen, das ist ein richtig alter Mann. Ach, der kam direkt vor. Das ist eine Lüge. Und die Beweise dafür, dass das nicht so ist, die sind mir. Ach, da fing der Dreck so an.
Muss dir vorstellen, ach, ein alter Mann, der hat vorhin Unterricht gemacht, dann sitzt der, hört sich die Geschichte an. Ja, und dann, also ich denke, und von ihm nehme ich auch sehr viel von dieser Erklärung, war da eine sehr schöne Erklärung, sehr einfache Erklärung über Aqida Tahawiyya auch. Und mashallah, der Sheikh, also ich schätze ihn ein, dass er zu den Salihin gehört in dieser Zeit. Ja, ja. Dann war es noch eine, also, und er meint, diese Anordnung ist auch eine Hilfe. Weil dadurch, dass du immer wieder was hörst, über Qadr beispielsweise, prägt sich das auch bei dir besser ein. Das ist das, was ich von dem Sheikh in Erinnerung habe. Ja, du hörst also jetzt was über Qadr, dann einen Tag später was über Qadr und einen Tag dann hörst du, das heißt, dass das nicht so einfach so geordnet ist, sondern mal hier kommt was, mal da kommt was. Ja, dadurch ist das dann auch am Ende, dass sich das richtig einprägt, die ganze Sache. So. Die dritte Schwäche ist, dass es einige mehrdeutige Sachen gibt, die man unterschiedlich interpretieren kann. Ja? Zum Beispiel, und was machen wir bei mehrdeutigen Sachen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Scheich oder ein Gelehrter, oder wenn Allah etwas im Koran sagt, fangen wir damit an. Allah sagt im Koran, Sure 3, Vers 7, und dieser Vers ist sehr wichtig. Huwa alladhi anzala ilayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. 3, 7. Allah sagt dort sinngemäß, ja, ich lese das mal aus der Übersetzung vor, mal sehen, wie er das übersetzt. Ja. Ein Moment. Hat gerade jemand was gesagt? War irgendwas gewesen? Irgendwas zu motzen? Okay. Auf jeden Fall. Ja. Moment. Hier. Er ist es, der dir das Buch herabgesandt hat. Darin sind eindeutig klare Verse, eindeutige Angelegenheiten. Sie sind die Grundlage des Buches. Und andere, die verschieden zu deuten sind. Doch diejenigen, deren Herzen Neigung zur Abkehr ist, folgen dem, was darin verschieden zu deuten ist, um Zwietracht herbeizuführen und Deutelei zu suchen, indem sie nach ihrer abwegigen Deutung trachten. Aber niemand kennt ihre Deutung außer Allah. Diejenigen aber, die ein tief begründetes Wissen haben, sagen, wir glauben wahrlich daran, alles ist von unserem Herrn. So. Jetzt. Zum Beispiel im Koran steht beispielsweise an einer Stelle, dass Isa das Wort Allahs ist. وَالْكَلِمَةُهُ أَلْقَائِلَ مَرْيَمْ. So, ist das Wort Allahs. Jetzt kommt der Christ, der nimmt sich diese mehrdeutige Aussage und sagt, siehst du, im Koran steht drin, dass Jesus Gott ist. Aber den eindeutigen Vers in Sure 5, Vers 16 und 17, wo steht, diejenigen sind ungläubig, die sagen, Isa, der Sohn der Maria, ist Gott, ja, sind ungläubig. لَكَدْ كَفَلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. So, das heißt, man muss die mehrdeutigen Verse, muss man im Lichte der eindeutigen Verse interpretieren. Ich habe also eine eindeutige Aussage von Allah, der ist nicht Gott. Und eine Aussage, die heißt, er ist das Wort Allahs, das er Mariam entboten hat. So. Jetzt interpretieren, wie bitte? Ja, Mutterscheibe, mehrdeutig. Jetzt interpretierst du dieses Wort Allahs auf eine Art und Weise, wo seine eindeutigen Sache im Koran widerspricht. Dann würde der Koran sich selber widersprechen. Nee, was ist hier mit dem Wort Allahs gemeint? Steht an anderer Stelle. Kun feyakun. Dass Isa ohne männlichen, ohne Vater zur Welt kam, sondern nur durch den Befehl Allahs sei und es ist, im Bauch von Mariam heranwuchs. Das ist damit gemeint. So. Das heißt, wir interpretieren das Mehrdeutige im Lichte des Eindeutigen. Und hieran, liebe Geschwister, an dieser Regel könnt ihr oft die Leute erkennen, die eine Krankheit im Herzen haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Vielleicht habt ihr schon mal vom Ahmadiyya Kafir Jamaat gehört.
Die nennen sich Muslim-Jamaat. Die glauben, dass es nach dem Propheten Mohammed a.s. ein neuer Prophet gekommen ist. Mirza Ghulam Ahmed. Aus dem Gebiet von Pakistan, Indien. Heutzutage. So. Dann sagst du ja, dann frage ich jemanden, okay, nenn mir mal einen Beweis dafür, für Mirza Ghulam Ahmed aus dem Koran. Übrigens, Azar hat sie zu Kufar erklärt, ja, also alle islamischen Gelehrten von Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Weil es eine zu klare Angelegenheit ist, dass der Prophet a.s. der letzte Prophet ist. Dafür gibt es Hadithe, die Mutawatir sind. Und dafür gibt es einen Koranvers in Sure 33, Vers 40, wo Allah sagt, dass er Khatimun Nabiyyin ist. Jetzt pass auf. Jetzt frage ich einen am Telefon, nenn mir mal einen Beweis für Mirza Ghulam Ahmed aus dem Koran. Zeig mir den mal. Ich will gerne. Weil wenn ein anderer Prophet nach Mohammed gekommen ist, dann muss es ja einen klaren Beweis dafür geben. Ja, der heißt Mirza Ghulam Ahmed. Weil wenn du an einen einzigen Propheten nicht glaubst, bist du Kafir. Ist ja eine Katastrophe. Da muss der Prophet a.s. das doch klarstellen. Dann sagt er, ja, aber der Prophet hat ja gesagt, dass Isa ibn Maryam wiederkommt. Dann sage ich, ja, der ist ja nicht Isa ibn Maryam, der heißt ja Mirza Ghulam Ahmed. Das heißt, der Prophet hat gesagt, er kommt runter an einem weißen Minarett östlich von Damaskus. Ja! Ist denn Pakistan, Indien nicht östlich von Damaskus? Ach, bitteschön. Naja. Siehst du, aber da siehst du, wie die Leute spielen, mit ihren, wie die alles versuchen, irgendwie so umzudrehen, dass es ihnen passt. Pass auf jetzt. Nimm mir mal einen Vers aus dem Koran, wo drin steht, dass Mirza Ghulam Ahmed der letzte Prophet ist. Sagt er, ja! Bitte fragen danach, Bruder, okay? Ja, hab ich! Dann sag ich, okay, zeig mal. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوا بِهِمْ Sure 62, ich lese euch die Übersetzung vor. Und, ja, Wahnsinn. Das ist Sure 62, Vers 3. Und andere von ihnen, die sie noch nicht eingeholt haben. Das ist der Beweis für Mirza Ghulam Ahmed. Hört zu. Und andere von ihnen, die sie noch nicht eingeholt haben. Siehst du? Da steht Mirza Ghulam Ahmed. Eindeutiger Beweis. Und andere von ihm, die sie noch nicht eingeholt haben. Verstehst du? Guck mal, da will er sagen, ja, andere von ihnen. Also da kommen noch andere, die sie noch nicht eingeholt haben, die kommen später. Dann kann das ja nur Mirza Ghulam Ahmed sein. Verstehst du so? Ja, alles klar. Bruder, guck mal. Und daran siehst du, und das ist etwas, was Ibn Taymiyyah gesagt hat. Ibn Taymiyyah hat gesagt, Ahl-Sunnah, yastadilun, thumma yatakidun. Ahl-Sunnah nehmen die Beweise und dann glauben sie. Ahl-Hawa, ja'takidun, thumma yastadilun. Und Alul Hawa, die Leute der Gelüste, die glauben erst und dann suchen sie die Beweise aus. Was könnte der Papst? Ah ja, warte, da haben wir es ja. Ja, das ist der Beweis dafür. Okay? So. Jetzt. So, was wollen wir in diesem Kurs erreichen, liebe Geschwister? Ich möchte gerne mit euch, dass wir diesen Metten auswendig lernen. Am besten auf Arabisch. Das heißt, ich gebe das inshallah auch auf der Facebook-Seite bekannt. Und ich gebe euch mal einen Tipp, wie man gut auswendig lernen kann. Ihr schreibt euch den Text auf, wenn ihr Arabisch lesen könnt, natürlich auf Arabisch. Und wenn ihr das nicht könnt, in deutscher Umschrift, beziehungsweise in lateinischer Umschrift, schreiben wir das auf die Internetseite. Ja? Und da gibt es, und auf die Facebook-Seite machen wir auch den Ton dazu. Weil da gibt es auf Islam Way, gibt es extra jemanden, der die Akida Tahawiyah vorliest. Und dann machst du das so, du liest dieses entsprechende Stück, hörst dir das an, wie sich das anhört, und dann machst du danach zum Beispiel mit einem Tesbih oder mit Strichen, sagst du dir, ich lese jetzt diese Stelle 50 Mal. Je nachdem, wie oft du brauchst, bis es drin ist. In dem Moment, wo du das so auswendig kannst, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, ist es drin. Ja? Ja, dann ist es drin. Zum Beispiel jetzt, wenn du die Fatiha liest, die hast du drin.
die eröffnende Sure des Korans. Da brauchst du nicht mehr groß nachzudenken. Ja? Du kannst sagen, oder kullu Allahu ahad. Kullu Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Du kannst ganz schnell. Ja, weil das voll in deinem Kopf drin ist, du hast das so oft wiederholt. Weil, wenn ihr diesen Metten auswendig habt, das hilft euch auch. Weil leider einige Leute, die glauben dem Metten eher als dem Beweis von Koran und Sunna, weil die Beweise von Koran und Sunna, die sind bei ihnen alle, können wir sowieso nicht verstehen. Ja, ist wirklich so. Ja, das kannst du nicht verstehen. Zweitens, ich möchte, dass man Verse und Hadithe auswendig lernt, die wir hier nennen. Weil wir machen nachher einen Test dazu. Und du wirst sehen, da kommen viele Verse und viele Hadithe zur Akida dazu. Das Beste ist, wenn man sie auswendig kann, auf Arabisch, weil das Arabisch ist eine Medizin, mit deutscher Übersetzung plus Versnummer. Aber es reicht in dem Test, wenn man es nur auf Deutsch auswendig kann. Aber wenn man es auf Deutsch auswendig kann, sagt man, Allah sagt sinngemäß. Nicht, man sagt nicht, Allah sagt. Weil Allah hat das nicht auf Deutsch gesagt. Sondern Allah sagt sinngemäß im Koran, das und das. Okay? So, da meinen wir damit, in der, oder ihr sagt, Allah sagt in der ungefähren Übersetzung der Bedeutung, das und das. Aber das Beste ist, auswendig, auf Arabisch, weil das Arabisch eine andere Wirkung hat. Und das Original ist mit deutscher Übersetzung, mit Versnummer. Warum die Versnummer? Weil heutzutage du diskutierst mit jemandem. Ja? Und die Diskussion geht auseinander. Dann sagst du zu ihm, Bruder, okay, guck mal, ich gebe dir den Beweis dafür aus dem Koran. Lies mal Sure 9, Vers 31. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Göttern neben Allah genommen. Und den Messias, den Sohn der Maria. Da kann er nach Hause gehen und kann das nochmal im Koran nachschlagen. Weil wir in unserer Dawa, wir wollen die Leute mit Koran und Sunna verbinden. Das ist das Heilmittel, Koran und Sunna. Nichts anderes. Koran und Sunna nach dem Verständnis der Sahaba ist das Heilmittel. Wir wollen nicht sein wie irgendeine Gruppe, ja, der Scheich hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, sondern unser Mittel ist, das wichtigste Buch bei uns ist Koran und danach die Sunna, die den Koran erklärt. Okay, so. Also zweitens, Verse und Hadithe auswendig lernen. Drittens, den Metten, den Text verstehen. Und viertens, den Metten lehren. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Metten heißt der Text von Tahawiyah. Das heißt, dass man ihn versteht. Das heißt, wir werden Fragen stellen im Test zu dem Verständnis. Ja? Dann, also das ist wie gesagt das Ziel. Wie lange habe ich jetzt gesprochen? 58? Mhm. Wie spät ist es jetzt? 10:14 Uhr. 10:14 Uhr. Guck mal, ich würde vorschlagen, also das war jetzt die Einleitung dazu, die auch sehr wichtig ist. Kurz einige Sachen, die man auf jeden Fall zu dieser kurzen Einleitung schon wissen muss. Ich habe hier noch, also wie gesagt, wir sind jetzt gerade hier angekommen, ne? Hier sind wir jetzt angekommen, ne? Ne, da kommt noch hier das und das und hier. Ne, also ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen. Aber ist doch egal, Brüder. Ist doch egal. Brüder, wichtig ist, ja, dass man Fragen beantworten kann zu dem ersten, ja, hier, erwähne, warum das Lernen der Akida so wichtig ist. Oder nenne uns drei Gründe, warum man die Akida lernen soll. Dann, das zweite wäre, warum ist der Text von Imam Tahawi so wichtig für uns, dass man das erwähnen kann. Ja, das sind auf jeden Fall die ersten Fragen. Und was wichtig dabei wäre, dass man die Geburtsdaten auswendig lernt. Weil das hilft einem nachher unheimlich weiter. Und das ist auch das, was die Muhaddithun gemacht haben, dass sie das Geburtsdatum und das Sterbedatum auswendig gelernt haben. Zum Beispiel ganz wichtig, das ist so ein Maßstab, dieses Geburtsdatum, wann ist Anas ibn Malik gestorben? Weil Anas ibn Malik ist der Sahabi, der ist 100 Jahre alt geworden oder sogar noch älter. Und er ist der Sahabi, der am längsten nach dem Tod des Propheten a.s. noch gelebt hat. Ja? Ich habe da in einem Video, wo ich Muhammad Rashid und die Hadith-Wissenschaft widerlege,
habe ich dazu einige Sachen erklärt, weil der Muhannad Rashide, der fängt an, und das ist typisch für die Modernisten, die Sunna zu kritisieren und Zweifel zu wecken. Das machen immer, und das gibt es heute sehr viel, Koraniten. Die nennen sich Koraniten, die leugnen die Sunna, und sie wollen, warum machen sie das? Weil sie wollen damit erreichen, dass man danach den Koran interpretieren kann, wie man Lust und Laune hat. Ja? Dass der Koran zum Selbstbedienungsladen wird. Weil die Sunna erklärt den Koran, wie Allah in Sure 16, Vers 44 sagt. Erklärt die Sunna den Koran. So, jetzt, wenn sie die Sunna wegnehmen, macht das ihnen die Tür auf, um danach den Koran so zu interpretieren, wie es ihnen Spaß macht. Ja, Lust und Laune, damit Frau Merkel auch mit ihnen zufrieden ist. Ja? So, und ein Mittel davon ist, dass sie sagen, hey, schau mal, die Sahaba, die so eng mit dem Propheten a.s.w. waren, wie Abu Bakr, wie Umar, wie Usman, wie Ali, die haben so wenige Hadithe überliefert, aber andere, wie zum Beispiel Abu Huraira, Anas ibn Malik, ja, die haben viel mehr überliefert. Aber Anas ibn Malik gehört auch zu den Sahabern, die mit die meisten Hadithe überliefert haben. Ibn Umar, so. Und das hat sehr viel mit dem Geburts- und dem Sterbedatum zu tun. Imam Ali, radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin Ali, der, wann ist der gestorben? 40 nach Hijra. So. Und Anas ibn Malik, 93 nach Hijra. Das ist doch ganz klar, dass Anas ibn Malik in dieser Zeit und Abu Huraira und Aisha, die sind alle älter geworden, da als viele der Sahaba ja gestorben sind, die den Propheten nicht gesehen haben, da kam die Notwendigkeit, die Hadithe weiter zu überliefern. Das war ja zu direkt nach der Zeit des Propheten, war diese Notwendigkeit ja nicht so stark wie 50, 60 Jahre später, wo viele neue Leute zum Islam kommen und sagen, hey, wie soll ich denn beten? Da sagt er, ja, ich habe den Propheten gesehen, der hat so und so gebetet. Aber vorher, Anas ibn Malik wird ja nicht zu Ibn Umar gehen und sagen, ja, wie hat der Prophet gebetet? Dann wird Ibn Umar zu ihm sagen, hör mal, du warst 10 Jahre der Diener vom Propheten in seinem Haus, du weißt nicht, wie er gebetet hat? Steht hier. Also das heißt, diese Notwendigkeit ist erst nachher entstanden. Und wie gesagt, sowas muss man auch lernen, um die Religion verteidigen zu können.